So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und wir haben heute wieder was ganz Besonderes für euch, was ganz Interessantes, aber zuerst wollen wir uns mal ein Video angucken vom Stefan Landei. Kleines Cluster, und ihr wisst ja, was Cluster Spawns sind. Das ist im Prinzip ja eine Stelle, wo möglichst viele Pokémon spawnen, erscheinen. Meistens ist dann nicht mal ein Stop in der Nähe oder ein Stop und darum sind einfach mal 200 Pokémon. Auf jeden Fall eine richtig coole Sache. Der hat uns das hier mal gezeigt, wie das da bei ihm aussah. Ihr seht, gut, da ist ein Pokestop und darum sitzen einfach mal 10 Millionen Pokémon. Also richtig krass. Jetzt in dem Event natürlich vermehrt lauter Griffel, wie ihr seht. Und ja, auch nach dem Event ist es so, dass immer so viele Viecher sitzen und so Cluster-Spawns sind natürlich sehr beliebt und werden sich auch immer ausgetauscht, wenn jemand einen coolen Cluster-Spawn entdeckt. Die Leute sagen immer, das sind gute Stellen, da müsst ihr hin, da geht ordentlich was ab. Aber das ist nicht das, worum es jetzt geht. Ich muss es mir nochmal angucken. Guckt ihr das doch mal an. Griffel, Snubbull, Waumble, Dragosso, Evoli, Pummeluff, Gehweier, Raupi, hier Vollbeat und wie heißt denn hier, Feuerriegel auch noch dabei. Also da sitzt ja wirklich alles, was Rang und Namen hat. Aber darum geht es jetzt nicht, sondern es ist eigentlich schon wieder ein neues Update erschienen. Beziehungsweise gibt es wieder eine neue APK von Version 0.143.0. Ist aufgetaucht, kann man wieder runterladen. Hier ist auch ein Link. Würde ich aber immer davon abraten. Also ich würde immer warten, bis das alles offiziell erschienen ist. Weil wenn es nochmal Probleme gibt oder irgendwas, muss man das sich nicht antun, dass die ganze App dann rumspackt und rumhängt. Aber es wurde noch erforscht, was darin enthalten ist. Und das ist das Besondere, das wollen wir uns jetzt mal angucken. Denn der erste Punkt ist schon mal Relaxo als Fotobomber und ein Aufwachen-Minigame. Normalerweise gab es ja immer Farbigel, der eure Fotos gebombt hat. Momentan bei diesem Pikachu-Event ist also Pikachu dabei mit der Detektivmütze, was als Fotobomber auftritt. Aber Relaxo als Fotobomber, das ist bestimmt richtig cool und im Zusammenhang mit einem Aufwachen-Minigame, weil Relaxo, das schläft ja eh. Und das ist ganz besonders genial, da freue ich mich schon drauf, wie das dann umgesetzt wird, was man da machen kann. Und ja, einfach mal so ein dickes Relaxo da reingesprungen, sieht bestimmt richtig cool aus. Dann zweiter Punkt, neue Lokmodul und Rauch-Items. Man hat ja die ganze Zeit schon gemunkelt, dass also neue Lokmodule vielleicht eingeführt werden. Kann sein, kann nicht sein. Jetzt ist es nochmal entdeckt worden und nicht nur Lokmodule, sondern eben auch Rauch, dass es dann verschiedene Rauchtypen gibt, die verschiedene Pokémon anlocken. Bisher war es so, Lokmodul lockt einfach alles an, Rauch lockt einfach alles an. Aber dann gibt es bestimmte Typen. Früher haben wir ja schon gesagt, es wäre lustig, wenn es so einen Rauch gibt, der nur Feuer-Pokémon anlockt oder einen Rauch, der nur Wasser-Pokémon anlockt, genauso wie bei den Lokmodulen. Spezifisch wäre jetzt denkbar, also ein Lokmodul, was sein soll, was also eisige Pokémon anlockt, was Gras-Pokémon anlockt und magnetische Pokémon. Aber ob das beim Rauch dann auch so ist, dass das genau diese drei Sachen sind oder beim Rauch nochmal ganz andere Typen reinkommen, das bleibt natürlich ein Rätsel. Das werden wir dann erfahren, wenn es wirklich soweit ist und alles ins Spiel integriert. Dann gibt es extra batteriesparender Modus, ist nun vom Gerätetyp abhängig. Je nachdem, was ihr also für ein Handy habt, könnt ihr euren Batteriesparmodus einstellen und der ist dann halt je nach Gerät effizienter oder auch nicht, keine Ahnung. Viertens, Adventure Sing Version 2 mit Benachrichtigungen über nahe Pokémon und Pokestops. Boah, ist doch neu, kommt dazu. Das wird ja auch immer weiter entwickelt, das Adventure Sing, die ganze Sache dabei. Und ich nutze das in letzter Zeit auch häufig, geht auch. Gerade wenn ich auf Arbeit war oder so, hab dann immer nach der Arbeit geguckt. Sind meistens die Eier auch schon aufgewesen. Bringt mir dann nichts über Pokémon oder Pokestops, aber zum Eierbrüten ist das immer noch eine gute Sache, damit man die App nicht die ganze Zeit offen hat. Fünftens, Entwicklungen Version 2 mit neuen Mechaniken, um Pokémon zu entwickeln, besonders bei Evoli. Denn bisher haben die Leute immer gesagt, ja, macht ihr einfach Namenstrick, fertig. Bei den ersten drei, Flamara, Aquana, Blitzer, ist das ja immer random. Bei den anderen zwei, Psyana und Achtara, da könnt ihr die als Buddy nehmen und damit laufen. Aber wie das dann ist mit Fulipurba und diesem Glaciola, oder wie die heißen, da gibt es vielleicht sicherlich auch einmalig diesen Namenstrick, aber es muss ja auch eine Besonderheit geben, wie man die eben gezielt entwickeln kann.
Das aber natürlich dann mehr, wenn es alles ins Spiel integriert ist. Und als sechsten Punkt haben wir auch noch neue Feldforschungen und Medaillen. Das ist auch wieder ganz besonders. Die Medaillenjäger werden sich dann natürlich freuen, die immer alles auf Gold haben wollen. Ja, obwohl ich habe immer noch nicht alles. Ich habe natürlich jetzt bei dieser Farbigel-Fotobomb, das habe ich ein bisschen vernachlässigt, habe in dem ganzen Event bis jetzt gerade bei 2 Pikachu gemacht, weil ich das jeden Tag vergessen habe. Und dann kommen schon wieder neue Medaillen rein. Auch bei PvP sieht es mau aus, da müsste ich mal was nachholen. Aber wir sind natürlich gespannt, was da noch alles reinkommt und wie sich das Spiel immer weiterentwickelt. Ist auf jeden Fall eine richtig gute Sache und da sind richtig coole Dinge dabei. Wie das im Endeffekt aussieht, sieht man dann. Das war es aber von meiner Seite jetzt erstmal. Wir sehen uns einfach beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Stark. Alles ist gut. Nein, ja, das ist immer noch die auf die dicken Tour im Hintergrund. So, da müsst ihr, checkt mal die anderen Videos ab, aber egal. Outtake! So schnell verliert man die Fassung.